Deutscher, werd nicht zum Judas, arbeite nicht im Asylantenheim, renoviere es nicht, repariere dort nichts, putze es nicht, bewache es nicht, mach dich nicht mitschuldig daran, dass auch deine Kinder ihre Heimat verlieren. Verachte die Volksverräter, welche das Wohl der Hergelaufener über das des eigenen Volkes stellen. Es ist an der Zeit, hier mal wieder richtig aufzuräumen, ne? Mit der Politik, den Asylanten und den Moslems. Klar kommen noch mehr. Hier gibt's das zu essen, Geld und wie zu Hause keine Arbeit. Machen alles die Doofen. Ja, raus aus Deutschland, ne? Scheiß Zigeuner, ey. Benehmen sich wie die Axt im Walde. Ohne Worte sollen die in ihrem Land betteln und da Straßen verdrecken, rumschreien, ihre Kinder zum Geld schicken, aber nicht hier, ey. NPD volle Power, wir sind die Macht, Kameraden und Kameradinnen! Nehmt diese Untermenschen zu Tierversuche! Jawohl, abschieben, raus aus unserem Land und Einreiseverbot auf Lebzeiten. Wunderschön, wenn jeden Tag 100.000 ersaufen. Grenzen zu und Ruhe ist. Asylpakt, da sollte man das Vergasen wieder einführen. Ja, gibt's denn in Europa keine Armeen, keine Marine, die diese Flut eindämmen können? Was sucht die dumme Drecksau denn hier in Deutschland, wenn's ihr nicht passt? Soll zurück in ihr Kameltreiberland. Acht, acht, Sieg heil! Ausländer sind es selbst schuld, wenn wir die hassen. Und nicht nur Erwachsene hassen Ausländer, sondern die Nachfahren auch. Ich habe was gegen Asylsuchende, erkenne darin keinen Sinn. Zur Erhalt der menschlichen Population genügen 50 bis 100.000 Exemplare. Da können ruhig ein paar Milliarden explodieren. Wir brauchen jetzt so einen kleinen Hitler, der reinige unser Land wieder. Es reicht jetzt. Am besten alle dahin, wo sie herkommen. Und jedes Land sollte dann eine Mauer bauen. Kein Stress und Streit dann. Und zum Thema andere Länder und ihren Kriegen. Selber schuld, haben die nicht genauso Wahlen eines Parlamentes wie wir? Besser wählen gehen, ganz einfach. Eine Warnung an den weiblichen Teil der Brandenburger Bevölkerung. Wenn 80% der hier ankommenden Flüchtlinge Männer im besten Alter sind und deutsche Frauen kaum Lust verspüren, sich mit diesen einzulassen, sind dann Vergewaltigungen nicht schon vorprogrammiert? Außerdem, was können wir dafür, dass die da Krieg führen? Die sollen im Schafstall pennen, ne? Da fühlen die sich am wohlsten. Scheiß Asyl, sowas wollen wir nicht haben in Deutschland, die bekommen mehr Geld als wir Deutschen und es kommen immer mehr da wie hier rein in unser Land, das muss ein Ende haben, sonst sind wir kein Deutschland mehr. Sicher waren es wieder diese bösen Nazis, ne? Aber wir alle wissen doch, wo wir wirklich hinsehen müssen, um die Täter zu finden. Das waren diese Moslems. Deutsche, wehrt euch gegen die Leute, die für noch mehr Asylantenaufnahme sind. Ist egal wo in Deutschland. Das wird zu viel. Wir Deutschen haben ja kaum Platz. Wir haben Obdachlose und das Asylantenpack wohnen in Hotels. Raus mit diesen Einwanderer und die Verräter gleich mit aus Deutschland. Die haben hier in Deutschland nichts zu suchen. Ich stehe auf und erhebe mich und kämpfe an vorderster Front. Deutschland die Deutschen und kriminelle Ausländer raus. Falls du es nicht bemerkt haben solltest, wir rufen zum Kampf gegen die Politik auf. Wir werden niemals dazu aufrufen, Heime anzuzünden, was im Übrigen gar nicht notwendig ist, denn die meisten Heime in Deutschland wurden von Asylbewerbern selbst angezündet. Wir echten Deutschen haben einen Nationalstolz schon immer, aber nicht die deutschen Verräter, die Deutschland in den Stich lassen, wie die Merkel- und Co-Regierung siegt den Deutschen, die Deutschland treu bleiben, wie ich und die Kameraden! Deutschland muss keine 8 Dinge für Flüchtlinge tun. Sie müssen nur für jeden Flüchtling eine 9mm Kugel zahlen. Das ist die billigste Art, dieses Gesindel wieder loszuwerden. Ohne mich. Lass dich nicht vom Hass überzeugen. Steh auf und tu etwas dagegen. Wir teilen uns kein Land, wir teilen uns einen Planeten. Mit dem Kauf eines Artikels bei Kein Bock auf Nazis oder einer direkten Spende bei powerofweb.org könnt ihr mithelfen, etwas zu bewegen. Alle Einnahmen, die dieses Video erzielt, werden gespendet. Weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Dan, Maniac und Quing für die Unterstützung.